Ach du meine Güte, ich hatte mal wieder so richtig den fetten Aha-Moment. Und den möchte ich einfach teilen. Dankeschön auch an Fame, der mir hier ein bisschen was dazu geschrieben hat. Der alte PvP-Hase, der schon seit einigen MMORPGs dabei ist. Ach, das ist ja mal lustig. Das ist ja mal richtig genial. Wie so ein Fußballkapitän aus der Mannschaft steht hier Lied dran. Und okay, das finde ich nett. Nettes Gimmick. Und zwar... Ach Mann, diese Marken hier. Pro Woche, das wöchentliche Limit, ist das, was hier in dieser Infobox rechts dran steht. 20.000. Und diese 2.000 sind das Maximum, welches ich aktuell tragen kann. Mann ey, das heißt, ich muss die ausgeben. Ach, sagt mir das doch vorher. Gibt's ja nicht. Deshalb, es gibt alle paar Level-Ups so ein Set. Und das gönne ich mir jetzt einfach. So, hier die Checkbox reinmachen, nur für mich passend natürlich. Und dann sehe ich hier links immer Berserker, rechts Beschützer. Und zwar 44 und 49. Ist jetzt nicht das Beste, weil das Item-Level nur 2 Level höher ist. Aber trotzdem noch stärker als meine Sachen. Hier steht zwar minus 9 Angriff dabei, da muss aber dieser Edelstein weggerechnet werden. Das heißt, plus 2 wären das trotzdem. Und ich gönne mir jetzt einfach alles. Schwert der Bestimmung. Ja, Helm der Bestimmung. Jawohl, Harnisch der Bestimmung. Aber sowas von, immer her damit. Die Beinschienen. Die Handschuhe. Die Stiefel. Oh Mann, ich bin schon am Maximum und wahrscheinlich wäre ich schon ziemlich weit drüber hinaus. Naja, man muss sagen, so viel habe ich nicht verpasst. Ich hätte vielleicht so 3000, obwohl ich kann es nicht einschätzen. Ich habe schon ein bisschen viel PvP gezockt. So, das wäre auch noch besser. Gönne ich mir jetzt einfach. Ich bekomme diese Marken sowieso relativ einfach. Ach, oh Mann ey, das hat noch Bonuseffekte. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Das kann man noch identifizieren für weitere Stats. Heieiei. Liebe Leute. Mann, jetzt hoffe ich mal, dass ich im PvP durchaus ein bisschen besser rocke. Steuerung, rechte Maustaste, wir gelernt haben. Dadurch werden Edelsteine übernommen. So. Und dann gebe ich Fame Bescheid. Haust rein. Bin ready. Oh Mann, das sieht doch mal nach was aus. Ein adretter Herr Schilling, Krieger. So, ah Mann. Yo, alles gekauft, fragte. Yo, schau mich an. Neuer Schilling ist geboren. Genau, und mit 54 bekommt man dann, okay, das ist das Kostüm, aber da bekommt man dann sowas. Heieiei. Leute, unbedingt PvP machen und da mal vorbeischauen. So teuer ist es nämlich gar nicht. Wie viel hat das jetzt gekostet? Das hat... Oh, 166? Nicht euer Ernst, das war ja gar nichts. Das bezahle ich mit 2 Runden nicht mal, wenn es hochkommt. So, wir zocken jetzt nämlich mal als Gruppe mit Fame und Dimriser. Der Fame hat ganz schön aufgeholt. Ich war mal weiter als er, aber... Der legt dann immer noch einen Zahn zu. Nein! Oh, ich dachte schon, jetzt ist ein Fehler, weil ich das Interface ausgeblendet habe, dass ich nicht mehr annehmen kann. Jawohl, jetzt mal kurz die Stats ansehen. Das, was ich so in Erinnerung habe, Angriff war bei 100 gerade mal so. Ach, das sieht doch gleich besser aus. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, wie sehr das ins Gewicht fällt, so, wenn man nicht auf 60 ist, weil... Alles unter 60, da werden ja die Stats im PvP aufgerechnet, dass jeder am selben Stand ist, aber wer bessere Ausrüstung hat, sollte ja trotzdem... Nein, ich bevorzuge den anderen Modus. Naja, kannst du nichts tun, oder? Im anderen bin ich viel besser, aber sowas von. Hier irgendwie ist mir echt aufgefallen, negativ muss ich sagen. Ich bleibe mal immer bei Fame, dass wir gemeinsam losrocken. Ganz kurz noch. Man geht am besten am Anfang immer zu den äußeren Bezirken, habe ich so festgestellt, weil von außen nach innen geht immer, von innen nach außen geht natürlich nicht. So, aber hier, das ist eher so ein Abstaubermodus. Da geiert jeder nach den Kristallen, manchmal wird nicht mal angegriffen und geholfen. Jeder hofft nur, dass er seinen
Kristall abstauben kann. Das ist irgendwie so ein bisschen... Ja. So. 1 und 5. Genau, so sieht es nämlich idealerweise aus. Am Anfang sieht man die Gegner auf der Karte noch nicht. Der Fame wirft den Buff an für erhöhte Laufgeschwindigkeit. Und die sind, wenn ich das mal so schnell überschlage, deutlich in der Überzahl. Am Anfang immer kurz abchecken, wer das erste Ziel ist. Ich bin gestunt übrigens, wer sich wundert. So. Ach du meine Güte, das sind ein bisschen viele. Abgestaubt. So, wer ist der Nächste? Das ist immer ganz wichtig, habe ich festgestellt, wenn viele Leute da sind. Unbedingt, bevor man einfach so draufhaut, wo... Das sind ja random Leute, mit denen ist man nicht im Teamspeak oder so. Unbedingt schauen, auf wen wird angegriffen. Ich hatte mal eine Situation, da waren auch vier Leute, vier Gegner und alle waren auf 20% Leben und ich mache keinen Scherz. Und das ist einfach nur ärgerlich. Der Trick hierbei besteht darin, dass man einen Gegner sich rauspickt und den innerhalb einer Sekunde runterbürstet. So sollte es sein. So, Moment mal. Ach verdammt, ich habe jetzt nicht aufgepasst, in welchem Bezirk die mal wieder auftauchen. Bezirk 2, das ist mal nichts für mich. 1 und 3 und 4. Alles nichts für mich. 4 würde... Oh, hier ist er jetzt. Ah, das geht sich nicht aus. Mann ey, warum sind hier alle? Dann müssen doch drüben irgendwo keine Leute sein. Warum hält die so verdammt viel aus? So, aber ich... Wow. Wow, wow, wow. Hier, die hat wenig, die hat wenig. Komm schon, ich stehe hier irgendwo in einem fetten AOE drin. Ja, aber ich will es ja nicht sagen. Aber glaube ich so. Aber irgendwie kommt mir so vor, als würden meine Angriffe nicht so häufig fehlschlagen. Das kann aber auch nur Einbildung sein. So, ich schau mal darüber irgendwie. Das gefällt mir nicht so, wenn da 30 Leute im Start sind. Obwohl, wie finde ich den Fame heraus? Ach, hier. Eingezeichnet, aber ich glaube, das ist sogar nur Zufall, dass er Raid-Leiter sozusagen ist oder Gruppenleiter, oder? Moment mal. Nein, doch. Sollte passen. Fame wird immer so angezeigt. In Bezirk 5. Na, jetzt geht's hier ab. Jetzt passt er mal auf hier. Drei Leute kommen, aber das sollte sich doch ausgehen. 3 und 4 auch. Das heißt, hier wird's dann abgehen. Dann würde ich mal sagen, hier gleich runter, oder? Und dann staube ich vielleicht mal ab. Mal schauen. Jo. Das war dann meins und Bezirk 3 war auch noch was. Eins ist zu weit entfernt. Sehr schön. Ach, im dritten ist niemand? Dass ich sowas noch erlebe. Das hat man nicht alle Tage. Sehr schön. Es sieht noch relativ ausgeglichen aus. Aber mal schauen, aber mal schauen. Ja, so wie du habe ich auch mal ausgesehen. So nackig. Ist bestimmt Level, keine Ahnung. Level 22, genau. Hätte ich auch geraten jetzt. So, Moment mal. Hier sind zwei und einer von uns. Das heißt, ach, jetzt reiten drei rüber. Nö, kann ich auch nicht bringen. Aber das ist zu viel. Bezirk 2. Na gut, dann mal schauen. 5 aber auch. Man weiß nicht, wo man hin soll. Und im Endeffekt läuft man dann nur von links nach rechts. Es ist zu hoch für mich, wenn ich keine Instruktionen von dem Raidleiter oder so habe. Hier sind wir jetzt auf jeden Fall in der Überzahl. Solange das da niemand bauen kann. Auf wen wird angegriffen? Die hier mal raus. Picken und immer ein Auge auf die anderen haben, dass hier niemand das baut. Das ist nämlich auch schon so häufig passiert. Die bauen dann einfach den, okay, der hat jetzt diesen Buff. Die bauen dann einfach den Kristall ab. Mitten im Getümmel. Und genau das meine ich auch. Die nächste schon am Geiern. Dass sie schnell den Kristall bekommt, obwohl noch Gegner am Leben sind. Ja, muss man wissen, wie man das macht. Ob man gerne als Team gewinnt oder selbst einfach nur die Punkte abstauben möchte. Bezirk 1. Ah, da ist niemand. Verdammt, und das meine ich. Von oben nach unten geht immer. Von unten nach oben. Eher nicht so leicht. Eher nicht so leicht. Und eine Sache, die ist mir auch eingefallen. Man kann ja natürlich, es gibt ja den DPS-Meter, den Schadenszähler. Verdammt, die haben den jetzt. Die 5 Sekunden sind leider zu schnell rum. Das gehört ihnen. Jo.
Genau, und den Schadenszähler kann man natürlich auch im PvP anmachen, wenn man denn möchte. Aber das ist irgendwie nicht so ganz aussagekräftig, weil da immer nur die in der Nähe so irgendwie gerechnet werden. Und yo, Bezirk 2, so, das wäre dann mal hier drüben. Und da wird schon fleißig gekämpft. Ah, verdammt, hier ist dieses Tod unterbrechen. Ich dachte, mit dem Stun kann ich es unterbrechen. Buff anwerfen. Finisher. Ich muss sagen, ich habe noch kaum Assists. Bisher alles fast immer. Oh nein, mach das doch. War da? Ach, hat er schon. Hat er schon. Sauber. So. Kaum sage ich's, habe ich einen Assist. Wem Lebenspunkte fehlt, einfach kurz zurück zu dem Totem. Genau. Ja, aber genug jetzt hier gelabert. Ich kenne mich ja selbst nicht aus und gebe hier Tipps für andere Leute. Was ich aber fein finde, dass ich endlich sagen kann, dass ich so halbwegs gut ausgerüstet bin. Ach, das finde ich cool. Der Raidleiter? Oder zählt das jetzt für die Gruppe? Dass hier das direkt im angezeigt ist von Fame. Finde ich cool, denn normalerweise ist es oft so in Games, dass man kaum Taktik irgendwie ausmachen kann, wenn man nicht am TS ist oder so. Und mit Randoms ist man ja nicht im TS. So, mal schauen. Einer sollte hier oben bleiben. Aber hier kommt auch einer. Komm, mach doch! Normalerweise geiert sowieso jeder immerhin. So, dann... Ach, ihr verdammten Goldseller. Schert euch zum Teufel. So, wo soll ich hier? Schlacht. System. Ist egal. Wir zwei Hübschen bleiben hier oben. Was hast du für einen Buff? Oh, Ausweichen plus 9. Das wäre noch so eine Sache, wofür sich der Koch echt lohnt. So, Bezirk 1 und jetzt kommt hier schon mal jemand. Ich stürme ran. Dass der hier nicht so nahe drankommt, dann könnte vielleicht sogar Zione schon abernten, wenn er oder sie möchte. Ist aber die Frage, ob es... Okay, jetzt kommt ein zweiter. Jetzt kommt ein zweiter... Ah, grüner Buff. Das ist natürlich doof. Wechseln wir jetzt. Auf welches Target gehst du? Ich nehme mal dein Target wieder. Man kann nämlich hier ganz einfach das Ziel von einem anderen herausfinden. Und dann mit einem Klick auch dieses Ziel anwählen. Das ist eben, wie gesagt, wow, sehr... wichtig. Alter, schon wieder grün? Was hat denn das für eine Abklingzeit? Keine ziemlich lange auf jeden Fall. Beide grün hier. Da kannst du nichts machen. Oh. Und die sind jetzt irgendwie auch wieder aufgeheilt. Nö, doch nicht. So, jetzt auf dich wollte ich gehen. Du musst sterben. So. Und dann wieder raus aus dem Gefecht. Heieiei, wieso geht ihr beide auf einzelne? Leute, alle auf einen. Volle Power. Auf uns schon wieder grün. Ihr wollt mich doch veralbern. Okay, also diese verdammten Hüter sollte man echt zuletzt bekämpfen. Wenn die immer ihre grüne Aura dann am Start haben. Jetzt mal nicht. Jetzt könnte man wieder rübergehen. Ich finde es cool, dass mich keiner angreift. Ich wäre nach zwei Schlägen tot, aber wie ihr wollt. Ihr müsst nicht, wenn ihr keine Lust habt. So, jetzt kann man mal erobern, genau. Bevor hier noch mehr Leute kommen. Als ob ich unsichtbar wäre. Ups, oder ist es, weil ich immer elegant ausweiche? Ich weiß es nicht. Nein, fehlgeschlagen, schade. Das wäre jetzt so mein Killing Blow gewesen. So, dann schnell aufheilen. 300 Leben. Nicht schlecht. Gerade noch so von der Schippe gesprungen. Aber haben wir für uns erobert. Jetzt ist die Sache... Bezirk 4, aber hier sind schon so viele. Ich bleibe noch dort drüben. Ich denke, aktuell ist es relativ... Obwohl, jetzt sind hier zwei Kristalle dann. Da weiß man nicht so recht. Wenn das immer mal schneller kommen würde, dann wäre das ziemlich nett. Bezirk 2, ja. Hätte ich auch drüben bleiben können. Ist im Prinzip egal. Und im ersten Bezirk auch. Also sowieso überall... Nein! Ich sag's doch. Der baut hier schon. Das dürfen wir nicht zulassen. Sehr schön. Jetzt kann ich auch mal... Ah, obwohl, jetzt kommt hier einer. Wird mich direkt unterbrechen. Nehme ich mal an, genau. Ups. Aber hier unten... Verdammt, jetzt kommen hier drei. Da müsste auch einer sein. Schnell! Wir wollen das gewinnen. Ich habe nämlich so das Gefühl, wenn man gewinnt... Ach,
keiner mehr da. Wenn man gewinnt, bekommt man mehr XP, mehr Marken und so. Kann aber auch nur so ein Gefühl sein, welches ich da habe. Wieso kämpfen jetzt alle da unten? Er springt nicht runter, dort ist doch nichts. Ein mächtiger Kristall ist erschienen. Ach komm, die machen sogar dieses Serverlautsprecher. Schert euch zum Teufel. Das nervt einfach nur noch. Ich habe schon so viele Leute auf der Blockliste. Okay, so viele sind es gar nicht. Na gut, dann gehe ich da auch mal runter. Wenn die jetzt hier meinen, uns diesen Kristall strittig machen zu wollen. Jetzt hoffe ich nur, dass nicht direkt bei Bezirk 5 einer kommt. Bezirk 1. Oh, da haben wir niemanden. Der gehört dann dem. In diesen Sekunden schafft man das nicht mehr. Bezirk 5. Dann schnell rüber. Schnell wieder hier ran. Ah, jetzt haben sie irgendwie aufgeholt. Wo stehe ich so? Bei dem Modus muss man aber bedenken, da gibt es zwei MVPs. Und zwar einen für Kills und einen für diese Kristalle. Und genau das meine ich hier. Der läuft direkt hin zum Erobern, als ob ich da nicht hinspringen würde. Richtige Geier sind das. Die sehen nur die Punkte, die sehen die XP, die wollen haben, haben, haben. Hätte der sofort den Kampf eröffnet. Das wäre tausendmal schlauer gewesen. Denkst du, ich sehe nicht, dass du Lowlife bist? Money. So, und dem ein Auge auf den... Oh, komm, Triple. Yes. Was geht ab? Was ist da los? Leg dich nicht mit Chilling an. Das gibt Probleme. Das gibt große Probleme. So, runter zu Fame und damit helfen. Ich muss sagen, wir sind ja eine Gruppe, aber ich habe gar nicht so ein großes Auge darauf. Ach, komm. So. Ja, das ist ein ziemlicher Schlüsselskill, muss ich sagen. Dieser grüne... Ihr könnt mir gar nichts, Buff. Ich meine, was willst du da machen? Ich kann vielleicht meine Wut und so aufbauen, aber ansonsten geht da nicht allzu viel. Aber das ist eben ein Tank. Genau dafür ist ja ein Tank auch da. Um zu tanken. So, wow, was war denn das? Ich hoffe, das bekomme ich auch als Berserker. Irgendwann mal. Das sah ziemlich episch aus. So, jetzt würde ich aber gerne mal meine Lebenspunkte auftanken gehen. Oh, das wird eng. Das wird sogar sehr eng. Bezirk 5. Mach schneller. Ich weiß nicht, soll ich diesen Buff verschwenden für den Run Speed? 20% oder so? Ja, genau. Schnell und hier nicht vergessen. Nochmal die Heilung abholen. Oh, oh. Nein, dreh um. Dreh um. Siehst du das nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 oder 9. Hilfe. Was tun? Die packen wir nie. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wohin. Das ist mein Problem gerade. Ich gehe mal... Oh, Bezirk 1. Dann laufe ich dort mal hin. Assist, okay. Ja. Assist. Wahrscheinlich war das ein Assist. Hab nichts getan. Nee, aber das ist wohl jemand schon lange nicht mehr gestorben, den ich aber angegriffen habe. So. Ach, sehr schön. Schon fast down und ich staube ab. Sorry, dafür bekommst du den Kristall. So ist es ja nicht. Wir teilen schön gerecht auf. Einer bekommt die Kills, der andere die Kristalle. Und so sind wir alle glücklich. Hoffe ich zumindest. So, Stufe 28, der hat... den Stun noch nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, ouch! Wenn bei mir nicht so viel fehlschlagen würde, sollte ich den auch irgendwie schaffen. Aber der hält gerade gut was aus, muss ich sagen. So, Moment, ich versuche nochmal. Ouch! Ich versuche nochmal was. Warum überleben wir beide so lange? Das sollte doch schon längst zu Ende sein. Ups, so. Ich versuche auch immer wegzuspringen, um dann den AOE einzusetzen. Jawohl, der Stun hat mal getroffen, dafür die anderen Sachen schlagen hier fehl. Am laufenden Band, jetzt aber Rache gel... Oh, wieso bin ich MVP? Was habe ich getan? Ich weiß es nicht. So, die haben gewonnen. Und jetzt mal schauen. So, gibt es hier einen 49er? 47 bist du hier. Jo, der ist auch MVP, obwohl der hat
Ja, der hat doch mehr als ich. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, ob man gewinnt oder verliert, ob es da noch einen Bonus drauf gibt. Aber ich meine, 100.000, das geht in Ordnung, oder? Geht klar, würde ich mal sagen. Und dann raus. Was auf jeden Fall anders ist zwischen Sieg oder Niederlage, ist die Belohnung. Und zwar, also die Kiste, die man erhält. Weil da gibt es ja eine Siegeskiste und eine Niederlagenkiste. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das auf jeden Fall. Aber das waren jetzt. Jetzt habe ich hier wieder... Jawohl. Das heißt, immer schön ausgeben. Und mein Limit ist hier bei 77. Ich muss sagen, das... warum? Stehe ich jetzt auch nicht so ganz. Ich habe doch mehr ausgegeben. Naja, aber wenn ich wieder auf dem Maximum bin, aber noch nichts anderes habe, dann muss ich zu diesem Händler schauen, zum Allgemeinen. Nein, nicht der hier. Der, nämlich... Verlos. Bei dem kann ich nämlich zum Beispiel einen Verband für das Schlachtfeld kaufen. Oder... Und das ist... So... Egal, war eine spannende Runde. Also ein Reittier für 80.000 oder aber, und das ist ganz nett, Edelsteinkisten, wo ein plus 5 Edelstein der Klasse A drin ist. Und die kann man auch in Items unter Level 60 reinmachen. Aber die Steine B eben, hier steht dran, Item Level 62 und niedriger. Also, das heißt, wenn ich... kurz vor dem Maximum bin, das mache ich vielleicht jetzt einfach. Gönnen wir mal so eine Kiste. Jo. Ein ja, 10 Stück von mir aus auch, aber eines reicht für den Anfang. So, das öffne ich jetzt und erhalte einen Saphir. Ah, und das ist ganz nett. Das ist doch mal ganz nett. 24%, ich will doch genau Genauigkeit. Das ist der Spitze. So, genau, habe ich gesagt Prozent? Ach, steht ja auch dran. 24%. Nicht schlecht. Genau. Und den setze ich dann da rein und alles ist fein. Dafür brauche ich jetzt aber so eine Sockelungsrolle, um das rauszunehmen. Dann bedanke ich mich mal bei der Gruppe auch für die Runde. Und bin endlich in schicker Ausrüstung am Start. Also unbedingt da mal vorbeischauen, bevor man das Maximum überschreitet. Hätte ich das mal früher gewusst. Hätte ich das mal früher gewusst. Gut. Und dann würde ich sagen, geht's einfach beim nächsten Mal weiter.